Das ist alles zerstört. Jugendräume, Aufenthaltsräume, Bogenwerkstatt mit Bögen und Zubehör, Sanitätsbereich und wohl auch das Archiv. Ein Schaden von mindestens 500.000 Euro, schätzt Konrad Schwengels, Präsident des Halsbecker Schützenvereins. Er hat sich mit weiteren Mitgliedern am Freitag ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung gemacht. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach am späten Donnerstagabend ein Feuer in den Räumlichkeiten des Halsbecker Schützenvereins aus, vermutlich im Dachgeschoss, wo die Bogenschützen ihre Räumlichkeiten haben. Vereinsmitglieder, die im Haupthaus zusammensaßen, bemerkten den beißenden Qualm zuerst und alarmierten die Feuerwehr. Trotz des Brandschadens sollen einige Angebote aufrechterhalten bleiben, für andere gäbe es Ausweichmöglichkeiten. Am Freitag gingen die Untersuchungen der Brandstätte weiter. Die Ermittlungen der Brandexperten konzentrierten sich dabei auf das weitgehend zerstörte Dachgeschoss.